So, da sind wir wieder, also jetzt mit Nummer 3, heute mit einem bisschen Kultur und einer kleinen Buchkritik über einen Jugendroman, den ich in den letzten paar Tagen wieder gelesen habe und der mich auch beim zweiten Mal lesen doch durchaus erfüllt hat. Blair Mastbaum, Clay's Ray, ins Deutsche scheußlich übersetzt mit Clay's Ding. Was bei einem Jugendroman mit, wie ihr seht, am Cover offensichtlich ein schwuler Jugendroman, also den Titel Clay's Ding dahinzusetzen, ist natürlich, ich sag mal, dumm, wenigstens dumm, und wenn nicht sogar ganz andere Sachen. Wie auch immer, worum geht's? Es geht um zwei Jungs, Sam, ein Skater, 16 Jahre alt auf Hawaii, und einen Surfer, 18 Jahre, namens Clay, namensgebend eben für das Buch. Sam verliebt sich in den älteren Clay und der hat allerdings das erste Mal sehr unnahbar und hat, obwohl er offensichtlich eine gewisse Form von Gefühlen für Sam entwickelt, sehr große Probleme damit, sich das einzugestehen und vor allen Dingen auch in Beisein anderer natürlich da mit klarzukommen. Es geht um Illusionen, die man entwickelt, wenn man verliebt ist, um Hoffnungen, die man auch entwickelt, selbst wenn man weiß, dass sie nicht erfüllt werden können und nicht erfüllt werden. Es geht ums Erwachsenwerden, um zu lernen, was Liebe bedeutet und was man selbst bedeutet, was Liebe mit seiner eigenen Identität auch zu tun hat. Und gut, ne, das sind das nur alles natürlich keine Themen, die noch nie behandelt wurden. Von daher ist das ganze Ding natürlich nicht besonders originell an sich erstmal. Und man kann auch ohne Zweifel sagen, dass der Plot an sich, die Geschichte, auch nicht besonders herausragend ist oder platt ist ein zu hartes Wort, das ist sie keineswegs, aber sie ist einfach nichts Besonderes. Was allerdings das Buch nun so zu einem, meiner Meinung nach, zu einem sehr schönen Lesewerk macht, sind die Charaktere, die beiden, Sam und Clay, die beiden Hauptcharaktere, die also sehr gut gezeichnet sind, sehr glaubwürdig gezeichnet sind. Und so fertig mit der Welt und im Prinzip, ja, ich sag mal, durch, ne, dass man sich doch echt fragt, ist das jetzt nur, gibt es sowas wirklich oder nicht? Und wenn es sowas gibt, wie kann es eigentlich passieren, dass junge Menschen, die ja doch noch eine gewisse Zeit vor sich haben, mit ihrem Leben schon so ja, fertig sein können, dass sie sich eben verhalten wie im Buch. Ich will darauf nicht weiter eingehen, weil dann würde ich ja vielen Leuten wahrscheinlich wegnehmen, was sie selbst lesen wollen. Wie auch immer, also da steigert sich der Roman aus einer sehr, sagen wir, voraussehbaren Story in zwei sehr schöne Gefühlswelten und vor allen Dingen auch die Korrespondenz dieser beiden Gefühlswelten. Wenn die anfangen, die Probleme, die sie selbst haben, in die Beziehungen, die sich da entwickelt zwischen den beiden zu tragen. Und ja, daran wachsen, daran scheitern und damit klarkommen müssen. Ne? Ein weiterer Grund, sicherlich, das Buch, oder dass es auch damals, als es herausgekommen ist, ja, von 2001 inzwischen schon, gut eingeschlagen ist, sicherlich die sehr herbe, aber offene Sprache. Was, wenn man im europäischen Raum ist, sicherlich weniger an Bedeutung hat, als wenn man im amerikanischen ist, wo nun doch noch eine gewisse Prüderie herrscht, ohne dass ich das jetzt hier weiter kommentieren möchte. Das heißt, da legt der Roman eine sehr offensive Sprache vor, die unmittelbar zum Erfolg des Romans nicht nur beiträgt, sondern auch zum Erfolg der beiden Charaktere, weil es eine unheimliche Ehrlichkeit bekommt. Und ja, sicherlich ist also, um zum Schluss zu kommen, das Buch, der Roman, nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber man kann damit, glaube ich, viel Freude haben, wenn man sich für Jugend und das, was Jugend bewegt, interessiert. Und es ist geschrieben worden von einem Autor, der inzwischen, oder der 25 Jahre alt war, als er es geschrieben hat. Also wird er auch noch ein bisschen wissen, was Jugend bedeutet. Und von daher, ich kann es nur empfehlen. Es macht Spaß zu lesen. Gibt sicherlich auch ein paar Stellen, die sich etwas ziehen, aber
kann ja nun auch nicht alles perfekt sein. Vielleicht denkt ihr mal drüber nach, aber es haben wollt.